Merle, Merle, guck, schnell, bei mir brennt's in der Wohnung. Was? Bei dir brennt's? Oh Gott, Oma, du musst da raus, sofort, irgendwie. Geh zur Haustür und raus da. Ja, ich komm vorbei, ich wähle den Notruf, ja? Raus aus der Wohnung. Ja. Ja, hallo? Heisterkamp, in der Bergiusstraße 3 brennt es. Können Sie bitte jemanden vorbeischicken? Ja, genau. Danke. Oma! Oma, bleib da drin, die Feuerwehr kommt gleich. Ach, spinnst du? Du willst uns hier noch nicht finden. Was denn? Spring jetzt endlich! Spring! Kannst du nicht zur Wohnungstür? Spring jetzt! Oma! Spring! Spring jetzt! Oma, was machst du denn? Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Hallo, wo soll's brennen? Welcher wo ist Wohnung Feuer? Brennt? Meine Oma hat's gebrannt, aber meine Oma ist okay. Machen Sie Videos oder was? Filmen Sie das Ganze? Nehmen Sie mal Ihr Handy weg. Hallo, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Die Polizei ist da. Können Sie sich bewegen? Kommen Sie mal langsam hoch. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Kommen Sie mal. Ist die Dame aus dem Fenster gestürzt? Ist sie da ja, da oben kam Rauch aus dem Fenster. Sie hatte okay. mich angerufen. Also da hat es gebrannt. Ja. Kommen sie mal. Aber man sieht ja jetzt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, wie groß. Vorher wäre es gleich da. Hallo. Kommen Sie mal. Die Wohnung, wo das Fenster offen steht, war gerade wohl noch brand, wie die Dame erzählt. Kommen Sie mal. Ganz gut, ganz gut. Priorität hat die Versorgung der Frau. Die Polizeikommissare Lisa Stein und Norman Winter notieren die Personalien des Schaulustigen. Der Beamte ermittelt, dass die Großmutter allein lebt. Fraglich ist jetzt, wie es zu dem Brand kam. Ihr Name war? Heisterkamp. Heisterkamp. Merle Heisterkamp, genau. So, jetzt erklären Sie uns mal kurz bitte, was passiert ist. Meine Oma hat mich angerufen, die hat so ein Seniorentelefon, ich habe den Notruf von ihr bekommen. Okay. Sie sagte, es hat gebrannt. Ich bin hier hingerannt und habe aber nur noch gesehen, sie wie sie am Fenster sozusagen gleich in der Nähe gewesen. Ja, ja, ich wohne hier um die okay, Ecke. Okay, alles klar. Okay. Sie sind hierher gerannt? Ich bin hierher gerannt, ja. War an der Tür. Dieser Idiot hat gefilmt oder was auch immer. Meine Fresse, ich hab das doch nur wegen Likes gemacht. Meine Fresse, stellt ihr euch eigentlich gar nicht so an? Was ist daran so schlimm, dass die Alte runtergesprungen ist? Okay. Sie haben jemanden in hilfloser Lage gefilmt aus Sensationslust. Ja, und? Das können Sie gleich alles vom Handy löschen, aber da kümmern wir uns später drum. Gucken wir uns erstmal. Was habe ich jetzt erstmal? Und Handy haben wir sowieso. Ja, so. Handy kriegen Sie gleich wieder. Norman Winter ermittelt von den Sanitätern, dass die verunglückte Großmutter ansprechbar ist. In ihrer Wohnung hat sich noch ein weiteres Drama abgespielt. Sie sind sie sagt, sie ist überfallen worden. Überfallen oder gefallen? Überfallen. Sie sind überfallen worden, ja? Ja. Okay. Von dem Typen mit dem Handy oder was? Als ihr lag? Und deswegen sind Sie aus dem Fenster gesprungen oder was? Nein. Der hat mich angegriffen, weil ich ihn erwischt habe. Okay, alles klar, wir kümmern uns erstmal. Nee, warte mal, angegriffen bei was? Weil ich ihn erwischt habe. Er ist im Schlafzimmer und an meine Sachen. Lass uns mal schnell nach oben gehen, nicht, dass der Typ noch da ist. Erwischt. In der Wohnung. Alles klar, wir kümmern uns gleich um dich. Wir müssen auch in der Wohnung nachgucken. Wir kommen gleich zurück. Habt ihr da oben zufälligerweise noch irgendjemanden gefunden? Ich gehe mal nicht davon aus, aber sprich mal mit deinen Leuten. Der Teppich hat ein bisschen gekokelt. Im RTW haben wir die Dame dann noch mal befragt. Sie war ja bis zu dem Zeitpunkt leider nicht ansprechbar. Dort hat sie uns dann berichtet, dass sie wohl überfallen worden ist. Was für uns natürlich die Situation sich erstmal ganz anders darstellt. Denn wer ist der Täter? Könnte der Täter eventuell noch in der Wohnung sein? Das waren alles Dinge, die wir jetzt erstmal klären mussten. Angriffsflug vom Gruppenführer. Angriffsflug. Wie sieht's aus? Kann die Polizei rein? Ja, wir sind gerade auf Querlüften. Gib uns noch 5 Minuten. Da ist er schon. Okay. Ja, alles klar. Was ist denn die Puppe hier? Das ist die Puppe von meiner Oma. Okay. Ja, wo kommt die jetzt her? Lassen Sie die erstmal liegen am besten. Warum liegt die im Flur? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Weil Ihre Oma hat gerade irgendwas von Überfall erzählt. Natürlich. Was meine natürlich? Meine Oma nennt da irgendwelche Wertsachen rein. In dieser Puppe? Also, das ist eine Puppe aus dem Schlafzimmer, definitiv. Hat die Oma da irgendwas drin oder was ist da in der Puppe? Ja, da sind Wertsachen drin, teilweise auch nur Fotos, aber die näht die da rein. Da muss irgendwo. Gut, da kommen wir jetzt also nicht ran. Da würde ich sagen, nehmen wir die Puppe auf jeden Fall mit. Aber warum nicht die. Wusste der Täter quasi, dass sie Wertgegenstände in der Puppe? Ist ja schon ein bisschen eigenartig. Warum lässt er die dann im Flur fallen? Gab es noch mehrere? Haben Sie irgendjemanden wegrennen sehen, als Sie hier eingetroffen sind? Nee, niemanden. Ich habe nur den Typen hier mit der Kamera gesehen.
Die Beamten entlassen den Schaulustigen. Er wird mit einer Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung rechnen müssen. Die Polizisten vermuten, dass der Täter von den versteckten Wertsachen wusste und somit ein enger Vertrauter der Großmutter sein muss. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Sie sagen, Sie sind überfallen worden. Ja. Diese Puppe hier lag im Flur. Können Sie mir dazu was erklären, warum? Ja, ich habe meine Wertsachen in meine Puppen eingenäht. Ihre Wertsachen in Ihren Puppen eingenäht, ja? Sie haben also noch mehrere Puppen? Ja. Das ist nicht die einzige. Das ist nicht die einzige. Mindestens 15 Stück. Was reden wir? Reden wir jetzt auch von Geld oder von Muck? Ja, okay, jetzt für uns. Wie lange ist denn das jetzt her, dass Sie da überfallen wurden? Zeitlich? 10 Minuten, halbe Stunde? Halbe Stunde ungefähr. Können Sie irgendwie den beschreiben, den Typen? Ja, der hat schon eine Mütze auf. Eine Mütze. Eine Brille und kam von Wasserwerk. Er hat sich also als Mitarbeiter von den Wasserwerken ausgegeben. Ja, in diesem Fall hatten wir natürlich die Situation, dass sich hier eine männliche Person Zugang zu der Wohnung verschaffte, indem er sich dann eine Legende aufbaute, hat eben erzählt, dass er von den Stadtwerken kommt. Und da muss man natürlich schon immer hellhörig werden. Gerade solche Personen, so eine öffentlichen Termine, da werden erstmal vorher Schreiben rausgeschickt. Also nie einfach jemanden da in seine Wohnung lassen. Dann muss man sich auch ausweisen können. Also wie schon gesagt, wenn er an der Tür erzählt, er sei von den Stadtwerken oder von sonst irgendwoher, dann erstmal den Ausweis zeigen lassen und wenn man sich ganz unsicher ist, Tür verschließen, die machen definitiv einen neuen Termin. Was heißt denn, hat er Sie geschlagen, getreten? Ja, hab ich gekratzt hier im Gesicht, hat mir die Brille von der Nase geschlagen. Hm. Ja, eine wirklich wichtige Information, die wir dann von der Dame bekommen hatten, war, dass sie in dem Handgemenge bzw. in dem Kampf, den sie dann mit dem Herrn da hatte, ihn wohl auch verletzt hätte. Also am Arm hat sie ihn wohl gekratzt. Das sind natürlich DNA-Spuren, die sie da unter den Fingernägeln hatten. Das muss man dann im Nachgang eben auch ermitteln. Mach mal eine Durchsage bzw. sag mal der Leitzentrale Bescheid. Ich kann keine Lagemeldung geben, aber eine Fahndung jetzt eine halbe Stunde später. Ja. Obwohl, ich schicke mal einen Wagen raus, weil die gehen ja meistens für gewöhnlich länger. Ja, in den Siedlungen rum. Wenigstens den Nahbereich absuchen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, kriegen wir versuchen müssen wir. Versuchen müssen wir. Sag mal, lass dir Bescheid. Ich glaube, ich rufe mal eben meine Cousine an. Die Melderin gibt an, dass ihre Oma und ihre Cousine sich ebenfalls sehr nahe stehen. Die Polizisten raten der Enkelin, vorsorglich die Konten ihrer Großmutter sperren zu lassen. Der Täter könnte auch in Besitz ihrer Geldkarten sein. Ja, kurze Lagemeldung. Der Brand ist gelöscht. Rauchentwicklung haben wir auch nicht mehr. Die Feuerwehr war in der Wohnung. Blutherde bestehen auch nicht mehr. Wir haben hier Verdacht eines Raubdeliktes innerhalb der Wohnung. Während des Raubdeliktes soll es auch zum Brand gekommen sein. Flüchtig, seit 30 Minuten vom Tatort in unbekannte Richtung, ist ein männlicher Täter. Circa 25 Jahre alt, bekleidet mit, was war das? So ein Wasserwerk-Overall. Als Wasserwerk-Mitarbeiter von irgendwelchen Vereinen, der wohl in die Wohnung reingeht und den Damen dann versucht, Wertsachen zu entwenden. Ja. Alles klar, dann lass es erstmal los. Alles klar, haben wir mit. Fahndung läuft, wir schicken euch nochmal hier von der Kripo. Aufgrund des Raubdelikts übernehmen Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer die Ermittlungen. Sie erfahren von den Streifenkollegen, dass der Täter versehentlich einen Teppich durch eine brennende Kerze entfacht hatte, die während seines Angriffs umfiel. Die Kriminalisten befragen auch die dazukommende zweite Enkelin und deren neuen Freund zu der Tat. Sie sind angerufen worden von mir? Ja, genau, ist meine Cousine. Okay. Ja. Sie können da jetzt erstmal nicht rein. Okay. Haben Sie irgendwelche sachdienlichen Hinweise für uns? Wurden Sie alarmiert oder gerufen von der Oma? Oder? Nee. Nein? Sind Sie Zufall hier? Ich habe Sie angerufen. Ach, Sie haben Sie angerufen? Ja, genau, weil ich halt ganz gerne nicht alleine rein wollte. Nicht alleine sein will. Und sie fährt jetzt erstmal nach der Oma gucken und ich werde halt ganz gerne hier bleiben, weil also das mit den Puppen ist wirklich komisch. Und Sie sind? Ich bin der Freund von ihr. Sie sind der Freund? Haben Sie sie hergefahren? Ja, genau. Ich fahre dann mit ihr auch ins Krankenhaus sofort. Okay. Dann fahren Sie mal ins Krankenhaus. Wie können wir Sie erreichen? Einfach unter meiner Nummer 0176 95 73. Die Spurensicherung inspiziert die Wohnung bereits nach Hinweisen auf den Täter. Auch die Hautpartikel unter den Fingernägeln der Geschädigten werden von der Kriminaltechnik untersucht. Vor Ort gibt es aber noch weitere Anhaltspunkte auf den mutmaßlichen Dieb. Spusi? Guten Tag. Können wir reinkommen? Alles klar. Okay, wo seid ihr? Servus. Servus. Oh, wo ich könnt ihr schon kommen. Hier können wir rein? Ja, ja. Okay.
Ich wollte jetzt noch eben gucken, aber ich denke mal... Das riecht ja auch ein bisschen. Ganz ja, die Feuerwehr war drin. Ich denke mal, Fingerabdrücke, das wird sinnlos. Ja. Ich probiere es mal, vielleicht habe ich hier was. Ja. Okay. Und hast du hier irgendwas schon was gefunden oder so? Irgendwas, was für uns interessant sein könnte? Das Einzige, was interessant sein könnte, liegt eine Puppe. Da bin ich noch nicht okay. zu gekommen. Das Zweite ist... Hast du die schon angefasst? Habt ihr die schon alle weg? Also mindestens 15 Stück. Ich habe... Weil die muss er ja fallen gelassen haben hier. Ja, machst du mal gucken? Ja, ich ziehe mir gerade die Handschuhe an. Ja. Ich kann Ihnen das auf einem Foto zeigen. Ja. Sie wollte nämlich eigentlich in eine kleinere Wohnung ziehen. Ja, ja. Das ist jetzt Wohnzimmer. Ja, oh, hier. Ja. Oh, ja. Ne? Oh. Also das... Und das sind... Ja, der muss eine verloren haben. Das ist eine von den Puppen hier. Ja. Schauen wir guck mal hier. Siehst du das? Oh, Gott sei Dank. Wenigstens ein bisschen Bargeld ist noch übrig. Oh ja, da ist ganz schön viel Geld rein. Die alten 100-Mark-Scheine sind hier. Ja. Ich und alle Puppen waren so präpariert. Ja, nicht alle mit Geld, auch mit Halsketten, mit Ohrringen, mit einem teuren Ring ist einer drin. Wer weiß das denn alles? Ja, nur nur wir. Also wer ist wir? Wer ist wir? Anke und ich.